Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. Ja, wir haben in der letzten Folge schon mal Bekanntschaft mit der Quälerin gemacht und sind jetzt hier im Becken. Irgendwie kam mir das gerade vor, als ob hier... Es kann auch so vorgekommen sein, als ob hier irgendwie geisterhafte Schemen gewesen wären. Ja, wir haben Bekanntschaft mit der Quälerin gemacht. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, diesen Dungeon zu erkunden. Weil was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Hui, Kiste. Seelen. Seelen für den Tod. Beziehungsweise Tod, der die Erlebnisse von Krieg nachspielt. Haben wir schon wieder mal fucking viele Seelen gesammelt. Und hier kommen wir nicht weiter, weil hier wieder diese Eisklumpen sind. Flup. Kann man die auch mitnehmen? Mitnehmen, na, aber zerstören. Ist natürlich nice. Okay. Gar nicht gewusst, dass es auch geht. Komm ich da hier rüber? Natürlich nicht. Dann halt, ja, Herr. Ui, wie sieht's denn aus mit Leben? Ja, das können wir mal mitnehmen. Merkt man schon, dass es hier geplant ist, dass es weitergeht. Weil direkt nach dem Kampf dann gleich eine Gesundheitskiste war abzusehen. Also es war ja noch nicht der richtige Kampf, muss man ja mit dazu sagen. Und flupp. Und hier geht's wieder nicht lang. Die Eisberge versperren uns den ganzen Weg. Komischerweise. Und hier kommen, ja, komische ganz komische Wesen. Aber ich erwisch das Vieh, oder? Gucken wir uns erstmal um. Können wir überall ins Wasser springen? Mach einfach mal rüber. Ah, erwischen wir sogar. Ah, hier unser Multischredder ist das doch, glaube ich. Hui. Und hier haben wir ein paar inaktive Bombengewächse. Und die Wesen kann man, wie man sieht, auch mit einer Hand kaputt reißen. Ja, und wir müssen das da zerstören. Und um das aber zu zerstören, müssen wir ja erstmal irgendwo Feuer herbekommen. Das dürfte nämlich das größere Problem sein. Ach, jetzt sind ja auch noch Fischer. Fischi, 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 Fischi. Denn die alle her? Ist ja schlimm mit dem Viehzeug. So, wollen wir hier mal hochgehen? Beziehungsweise hier hochgehen. Und uns erstmal einen kleinen Überblick über die Lage verschaffen. Ja. Da drüben geht es auch noch hoch.
Ich weiß nämlich jetzt selber gerade nicht mehr hundertprozentig, wie das hier war. Jetzt kann ich natürlich nicht drücken, solange wie hier der Wasserstand noch zu hoch ist. Dann haben wir wieder so komisches Eis. Hier auch. Und hier geht's nicht weiter. Geht's hier irgendwo so einen Gang entlang. Schön ist wenigstens, dass man hier unendlich lange im Wasser bleiben kann, ohne dass man stirbt oder so. Wäre sonst sehr nervig, muss ich ehrlich sagen. Geht's hier vielleicht? Ja, hier waren doch Pflanzen. Hat mich vorhin die komischen Fische total abgelenkt. Da geht's nicht lang, aber hier. Ah, und hier können wir mal wieder so ein Hebelchen bedienen. Ah. And there comes fire. Burns. Du mal einfach mal das Ganze entzünden. Dann müssen wir noch bis da drüber kommen. Aber. So zerrupfen erstmal wieder diese Vögelchen. So, hätten wir das auch. Ja, jetzt haben wir das gemacht und jetzt würde ich sagen, wir hangeln uns mal hier rüber. Wird er so ganz cool wie so ein Affe. Und rutschen jetzt hier runter. Und holen mal da ran. Wieso kommen wir da nicht ran? Ach, dammit. Kann ich das von unten aus? Ah. Wir gehen nochmal dort hoch. Wo ich erstmal dezent in die falsche Richtung schwimme. Na, Krieg ist halt ein Grobmotoriker. Passt ja zu mir. Ich bin's auch. Du. Nee, hä? Da komme ich da noch ran, und da aber auch nicht. Hä? Zu den Starter, da komme ich aber ohne mehr hoch, glaube ich. Mindest fürs Erste. Machen wir es halt so. Ach, Abu. Blöder Sack. So, und
einmal nach links und nochmal nach links, bisschen runter, wieder nach links, nach links, nach oben. Zum dritten Mal zu hoch. Ich mach das bloß, damit ich hier hangeln kann wie so ein Äffchen. Wie so ein großes Äffchen, um genau zu sein. So. Durchgang. Oh, das sind schon wieder die hässlichen hier Streuner, oder wie die heißen. Aber wir gehen erstmal den Weg, den wir langlaufen können. Und da endet schon hier. Hier geht's ja auch weiter. Ich will erstmal hier runter, hier gibt's eine Kiste. Will ich dort schon ganz runter? Da komme ich nicht mehr hoch. Oh, da ist so ein Artefakt drin. Ja. Scheiß drauf, wir holen uns jetzt einfach das Artefakt. Ein Soldatenartefakt. Wir werden schon irgendwie wieder dort hochkommen. Denk ich mal. Hier ist zum Beispiel was zum Klettern. Ja, hier komme ich auch wieder hoch. Also kein Problem. Und die Kiste, die können wir später mitnehmen. Das weiß ich nämlich noch. So. Auf zum fröhlichen Jagen. Boah, übster Held. Ja, wie hab ich gesagt, übelster Held. Ja, jetzt kommt gleich noch mehr. Srich. So, ist der nächste schon wieder flach? Du bist auch nochmal abgehört. Den Dummer einfach so abschlachten. Genau so. Jetzt sind nämlich die Türen wieder freigegeben. Das heißt, der gute Roar kann weiter reisen. Hier geht's nicht lang, aber hier geht's lang. Das sieht schon wieder so duellraummäßig aus. Ey, das kann ich auch. Ja. Ah, Digga. Schon lange keinen mehr von deiner Sorte hier gehabt. Ach, der war tot. Okay. Ey. Wo ist denn das? Kleiner.
Boah. Na los. Ich mag dich nicht besonders großer, deswegen kriegst du mein Schwert erstmal voll ab. Ja, und den Kleinen, den habe ich umgefressen. So, das war's da jetzt, ja. Jawohl. So wollte ich das. Und hier geht's in ein Wasserbad. Aber vorher will ich hier. Scheiß Kampfeinlage. Teil der Abgrundrüstung. So, dann haben wir hier noch was. Life is life. Ja, und damit, liebe Leute, verabschiede ich mich von euch bei der heutigen Folge so rum. Ja, und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und tschüss.